Über Poke-Freunde, Obito wieder hier und heute Rihorn hier, Ivetal und Jalga. Ja, wir gehen reiner. Und morgen werde ich ein Set im Psycho Cup auf jeden Fall spielen, das wurde sich gewünscht. Und dem werde ich auch nachkommen natürlich. Weißt du, was ich da zocke? So, mal sehen, wie sich das Team hier so macht, mit Jalga als Backup hinten. Jalga ist eigentlich immer ein ganz guter Safe Switch. Ihonia gegen. Da wird ja ein Übel. Ah, ich kann mir gut Saft holen. Ich kann mich hier mit Energie schon vollpumpen. Das ist ein Vorteil. Rüber. Er braucht schon einen Wutanfall. Weiß nicht, ob er den hat. Die meisten spielen ja mit Erdbeben und Knirscher. Natürlich hat er einen Wutanfall. Ja, das war schlecht getimed. Ah, egal. Oh, wenn das ein Gleichstand wäre, wäre perfekt. Ah ja, muss ja eh nur auf Knoscher gehen. Okay, den Wechselhammer. Ich habe Felswerfer. Ja, das ist jetzt schlecht. Wir gehen hier nochmal rein. Und hoffen, dass er das nicht schildert. Perfekt, ich komme aber nicht raus. Ich nehme mir die Energie mit. Und gehe jetzt in meinen Dialga. Ja, ich kriege jetzt die Schaden drauf. Ich werde auf Zeitenlärm gehen auf jeden Fall. Oder gehe ich auf zweimal Eisenschädel. Mal gucken, was er jetzt einsetzt. Ich gehe auf Zeitenlärm. Ich hoffe, das war jetzt nicht doof. Ja, das war doof. Ich hätte auf Eisenschädel gehen sollen. Oder? Nee, ich schaffe noch Eisenschädel. Ja, das Problem ist, der Gegner hat zwei Attacken. Da hätte ich einmal ködern können. Oh! Ja, das war jetzt saudoof. Ich hab's da jetzt einmal ausgeholt, aber. Ja, er hat bestimmt noch eine Finsaura, oder? Nee, hat er nicht. Machen wir jetzt hier den Kraftkoloss. Oh ja. Das ist. Ah, ja. Feuerodem. Tschüss. Und kann ich ihn runterfahren mit zwei Vorordnungen? Nein. Nein, ganz knapp nicht. Oh, ist das ärgerlich. Das war ärgerlich. Das war echt knapp. Das war sehr knapp. Ja. Ich hätte vorher abfangen müssen. Ich hätte den Knirscher gleich abfangen sollen. Aber ist halt so. Wobei der Knirscher war gar nicht so schlimm. Der Wutanfall war schlimmer. Ja, hier muss ich vor Nahkampf aufpassen. Aber das Gute ist. Wobei, einen Nahkampf überlebe ich noch. Einen überlebe ich. Das weiß ich.
Er hat sogar Nahkampf. Dann gehen wir in die Ivetal. Und fangen den Nahkampf hier ab. Ja, als ob. Als ob. Als ob er das abfängt rechtzeitig. Also, als ob er auf Sturmschuss geht. Als ob. Oh, das ist sehr gut. Ich gehe hier rein. Aus Gründen. Auch wenn ich hier zweimal schilde. Ich habe drüben Kraftkoloss. Rüber. Feldwerfer muss er respektieren, ne? Schade. Ja, ich muss schilden. Okay, Aquahoppe hätte ich jetzt nicht schilden müssen. Ja, ich glaube, das verliere ich. Er wird Sturzflug erreichen, bevor ich den nächsten Eisenschädel habe. Oh ja. Ja, das ist ein Problem, ne? Das hätte ich nicht gewinnen dürfen. Der hätte doch längst Sturzflug haben müssen, oder? Er hat Läuterfeuer einmal eingesetzt und hat zweimal eine Chance gemacht. Nee, das hätte ich nicht gewinnen dürfen. Aber egal, den Sieg nehmen wir mit. Aber eigentlich hätte ich das nicht gewinnen dürfen. Der hätte Sturzflug machen, haben müssen. Es sei denn, das war ein Gegner, der noch ein Ho-Oh mit einer Attacke hat. Quasi Läuterfeuer. Dann würde es passen. Ein Schild hatte ich nicht mehr, nee. Der Gegner hatte noch ein Schild. Aber Sieg ist Sieg, Niederlage ist Niederlage, da bleiben wir bei. So, ging Chin 1JB. Wieder ein Seychen. Wieder eins mit Nahkampf. Feldsurfer kommt. Diesmal schildert er. Ja, wir schilden den ersten Mal. Er hat tatsächlich Nahkampf. Krass. Und jetzt müsste ich runterfahren können, oder? Ich habe ja ausgeholt. Mal sehen, ob er rausgeht. Das ist natürlich jetzt nicht so toll, das Viech. Ah, ich wollte gerade drüber gehen, schade. Überlebe ich das bitte? Natürlich nicht, danke. Für nichts. Hallo. Ja, eine Steinkante überlebe ich hier. Jupp. Ja, die Station nervt noch rum, ne? Das Vieh kann mich bestimmt jetzt runterfahren, oder? Kommt Station rein? Nein. Das nervt mich, komm. Oh, hallo. Danke für die Lecks. Die wären jetzt nicht nötig gewesen. Und der hat Erdbeben. Ich glaub's nicht. Das ist heute echt Pech heute.
Und der wird Unheilsbür. Nee, Unheilsbür, nee. Unheilsschwinge überleben. Das ist ein Ho-Oh. Ja. Erdbeben spielt er. Ich glaub's nicht. Läuterfeuer hätte ich, glaube, überlebt. Schade. Ausgerechnet jemand mit Erdbeben getroffen. Wahrscheinlich wegen Rihornia. Gehe ich mal von aus. Schade. Ich hätte Nahkampf durchlassen gehen lassen müssen. Das muss ich nächstes Mal beachten, falls ich auf den Seychen treffe. Einfach durchgehen lassen, den Nahkampf. Den zweiten zumindest. Mystic Mamba 24. Und da war das nächste Seychen. Yay! Und Problem ist, ich kann nicht auf Iveltal gehen oder die Alga. Okay. Erstens schwierig, falls es ein Knuller ist. Es ist Nahkampf, ich hasse ihn. Okay. Okay, rüber. Oh, sehr schön. Stromschuss und sollte ich sowas überleben. Ja. Und er schafft nicht noch einen. Perfekt. So, Unheilsschwinge. Und Schild. Perfekt. Oh, ich habe hier gar kein Leben. Energie meine ich. Dann schild ich das nicht. Perfekt. Gehe ich auf Kraftkoloss. Oh, perfekt. Brauche ich nicht respektieren. Läuterfeuer überlebe ich noch. Ja. Ich kann hier runterfahren. Ich hätte auch schwimmen können, dann hätte ich auch gewonnen, aber ich wusste, dass ich das Läuterfeuer. Oder den Läuterfeuer überlebe. Von daher ging das fit. Aber schön, dass ich das gegnerische Iveltal runterfahren konnte und er den Felswerfer einfach nicht respektiert hat. Das hat mich ja richtig gewundert. Aber die ganzen Seychen kommen wieder mit Nahkampf raus. Anstatt Knüller. Das ist gar nicht mal so schlecht für Iveltal, wobei Stromschuss auch echt wehtut. Naja. 14i4. Das ist unser nächster Gegner. Boah, das Vieh hasse ich. Das ist ekelhaft für mein Team. Ja, ich habe zu lange gebraucht. Und der geht nur auf Naturzone. Yay. Perfekt. Ich glaube, wenn er jetzt auf Naturzone geht, überlebe ich das noch. Und jetzt geht er auf Strauchler. Ich hasse ihn. Egal, wir gehen auf Jaja. Jetzt geht er auf Strauchler. Auch interessant. Ja, ich hätte vielleicht abfangen sollen. Ich
Ich hoffe, er hat nicht eine weitere Fee hinten. Okay, rüber. Oh, das macht es besser. Ich werde auf jeden Fall schön. Felswerfer, guter Schild. Ich werde auf jeden Fall hier schilden. Okay. Ja, aber findest du auch, aber wird nicht reichen, oder? Natürlich knapp nicht. Wäre auch zu schön gewesen, wenn das gereicht hätte. Und ich bin weg. Okay, er kommt in die Übertal. Ja, ich hab's nicht gezeigt, mehr rechtzeitig, oder? Es ist so knapp, es ist so ärgerlich. Natürlich reicht es knapp, ihn nicht zu besiegen und ja. Schade. Knapp, knapp, knapp. Hätte ich vielleicht mit Glück gewinnen können. Ich konnte aber auch noch nicht rübergehen, das war das Problem. Okay, erstes Set war leider nicht so toll, aber muss man durch. Muss erstmal lernen, das Team hier zu spielen. Auch gerade mit dem neuen Eviltal. Hm. Ja, das hätte ich besser spielen können. Bloß das blöde Riohornio hätte mich eh runtergefarmt. Ah ne, gut, das ist perfekt. Ich bin vierfach effektiv. Und die Alga habe ich auch noch verdient. Okay. Okay. Ach ja, Gegenstoß hat er. Schnell rüber. Das ist eine bloße Antikraft, das ist egal. Machen wir hier die Unheilsschwingen. Oh, überlebt er. Ja, da muss ich die Antikraft schilden auf jeden Fall. Und ich muss gleich dann rüber. Hallo. Gehen Jaja in dem Fall. Er hat auch da nichts gegen Effektives, soweit ich weiß. Ja, Joenkraft, wow. Ja. Was kommt rein? Bup, 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 bup. Hallo? Hier nichts? Okay, irgendwie habe ich es mir gedacht. Ich gehe direkt auf Zeit, mir egal. Okay, ich gehe in Johonio. Wichtig, wichtig. Ganz, ganz wichtig, dass ich den schaffe. Weil das macht gut Schaden. Oh yes. Ja. Geh mal hier rein. Okay, er hat quasi Doppel-Evil-Teil gespielt.
Nicht schlecht, nicht schlecht. Aber ja, Anegus gegen die ganzen Feen ganz gut, aber gegen Rihorn leider überhaupt nicht. Und gegen Dialga auch nicht. Das war mein Vorteil hier. Naja, mal sehen, was auf was wir jetzt treffen. Bin ich mal gespannt. Wie ein Flitzebogen. Von den Punkten her sind wir gar nicht schlecht dabei. Hase Hero SD. Schieß mich tot. Hieronymus gegen Seishin. Stand 1 mit Nahkampf. Okay, er geht gleich auf Nahkampf. Okay, soll er machen. Ja. Oh, willst du es wirklich wagen? Er will es wirklich machen. Ich gehe gegen die Alga? Das wird eine Breitseite sein. Ja. Ja, der Gegner hat einen Schildvorteil. Ah, den Schild kriege ich jetzt eh zurück. Er muss einsetzen. Er wird auf zwei Nahkämpfe gehen. Ja, machen wir so. Nahkampf 1. Ja, da ich nicht doof bin, habe ich gleich gedrückt. Dort wäre schön. Und da werde ich in Ibetal gehen. Okay, er hat auch ein Metall. Ja, ein Schild leider. Und er könnte vielleicht Fokusstoß haben, tatsächlich. Ja, das sieht mir sehr nach Fokusstoß aus. Nee, hat er doch nicht. Und ich gewinne Gleichstand, das ist perfekt. Das ist sehr gut sogar. Ja, da brauche ich nur auf Sofortattacken gehen. Und Seishin hat keinen Nahkampf mehr. Oh, komm, ich habe doch Feuer eingesetzt. Ja, Obertap, super. Ja, das ist egal jetzt, super. Das ist verloren dank Obertap. Ja, hätte ich gewonnen. Hätte ich gewonnen, weil ich hatte Kraftkoloss schon längst. Ja, und er geht auf Unheilschwindel. Ach, das ist ätzend sowas. Das ist ätzend, wenn man wegen Obertap, weil das Spiel einfach eine Sofortattacke mehr einloggt, verliert. Klar, wegen den Lebensschäden hätte ich das jetzt nicht gewonnen. Das ist klar, aber ich hatte Kraftkoloss. Ich wusste, er versucht abzufangen. Ich hätte da gedacht, er macht das eher. Oh, Mewtwo, nervig. Ja, das ist egal eigentlich. Weil ich hoffe, ich schaffe nochmal Unheilsschwingen.
Wo? Komm. Ach, ernsthaft? Nö. Soll er machen? Bin nicht ganz auf den Kopf gefallen. Und der geht auf solche Stimme, ne? Das ist hier. Ja, sehr schön. Dann gehe ich hier direkt auf Eisenschädel. Und gehe raus. Und er... Das gibt's doch nicht. Er geht nicht mal raus. Ernsthaft, ich dachte, er fängt ab. Schade. Ich lasse durch. Zweite Seite nur, ja. Perfekt. Das ist egal. Die müsste ich noch überleben. Als ob. Natürlich. Natürlich schafft er das noch. Und er hat so viel Energie leider. Ja. Ah, das ist ein Problem. Das ist ein Problem. Oh, ich hätte Feuerkraftkoloss einsetzen müssen. Ja. Ah, das habe ich jetzt zu Recht verloren. Schade. Ja, mit dem Team brauche ich Übung. Ja, leider hätte ich mehr Energie jetzt auf Rihornia gehabt oder gesagt mehr Leben. Dann hätte ich das gewinnen können. Aber so leider nicht. Ach, ärgerlich. Ich hasse Mewtwo vorne. Der hat nicht mal einen Gleichstand eingesetzt. Hab gehofft, einen Psychostoß abzufangen. Und leider habe ich mit Ivetal nicht zweimal Unheilschirm geschafft. Das war auch ärgerlich. Das war auch echt ärgerlich. Ironio gegen? Schon wieder Mewtwo. Oh, geht mir mit Mewtwo weg. Versuch trotzdem auf selben Wege, wieder nicht. Aber wir kriegen Drago an, das ist okay. Drachenhut und Drago an. Und er muss chillen, ja. Einmal Drachen Klaue überlebe ich auf jeden Fall. Noch? Ja. Ja. Ist egal. Okay, sehr schön. Okay, er hat das alte Ivetal. Ja, das alte Ivetal, das ist gut. Und das ist noch besser. Ja, egal. Schütte ich jetzt nicht. Fitzaura gleich einsetzen. Eigentlich hätte er die Attacke nicht kriegen dürfen, weil er gewechselt hat und ich schon gedrückt hatte. Aber wir lassen das mal durch. Weil wir es überleben. Feldwerfer. Ja.
Schilde natürlich. Spukball, perfekter Schild. Okay, der Gegner hat aufgegeben. Perfekt. Perfekt. So soll es sein. So sollte es eigentlich auch sein. Wie viele Kämpfe haben wir noch? Oh, haben nur noch einen Kampf. Oh, hoffentlich kommen wir positiv. Das war plus minus null heute rausgehen. Wobei ich habe am selben Tag genommen, aufgenommen, wo ich jetzt krank bin. Wird wahrscheinlich morgen auch so sein, aber ja. Hab sogar insgesamt Plus gemacht. Auch wenn ich jetzt verlieren sollte. Und jetzt noch Anfang der Season, da bin ich ganz entspannt. Ihonia gegen Zacian. Wahrscheinlich auch wieder mit Nag. Okay, das ist so ein Zacian. Oh, das ist interessant. Der hat bestimmt jetzt noch einen zweiten, oder? Ja, will ich noch einmal ausholen, ja, ne? Gut rüber. Schade. Egal, Stromschuss überlebe ich einmal. Okay, Nahkampf überlebe ich auch. Ich schilde. Ich schilde, weil ich runterfahren kann. Ja, das ist in Ordnung. Das ist sogar sehr in Ordnung. Das ist sehr, sehr fein. Oh ja. Er muss einsetzen. Oh, das ist wirklich fein. Rüber. Ja, Raumschlag ist okay. Überleben wir auf jeden Fall. Nassdrive, okay, noch besser. Nassdrive ist natürlich noch besser. Wir haben Rion ja noch mit voll nehmen. Ja, Nahkampf ist ärgerlich, aber Rion ja ist noch da. Ja. Das sollte ein klarer One-Hit sein. Ja. Okay, okay. Den Kampf haben wir gewonnen. Wir sind positiv, Leute. Das ist sehr schön. Also plus minus null. Eigentlich plus heute, aber jetzt hier in dem Set plus minus null. Das ist vollkommen alright. Ich muss mit dem Team mich erstmal reinfuchsen. Werd morgen früh drei Sets mitmachen und dann werde ich für Psycho Cup ein Video dann machen. Das sollte in Ordnung gehen. Wir kriegen einen wohin genau. Das ist auch in Ordnung. Lieber wäre mir ein Legendary. Aber ja. Oh, sogar 2XL gegönnt. Kein 100er. Kann also weg. Und wir sind wieder... Okay, nur 10 Punkte diesmal. Aber egal. Anfang der Season, wie gesagt, da kann man ruhig, man hat, wir haben 75 Tage, also viel mehr als genug und das waren meine Sets für heute. Für die Folge soll es mal wieder gewesen sein, haut rein, bis nächstes Mal, ciao.